Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Soll ich das hier schon ab... Soll ich das hier schon eingeben? Anscheinend. Wir sollen hier Sachen machen. Und wenn wir hier Sachen machen sollen, dann machen wir die auch. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Ach du Scheiße! Nee, das kann man vergessen. Das kann man vergessen. Wie finde ich denn diesen Weg? Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Ach, und den soll ich einfach so finden? Okay. Lustige Schalter. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier sogar ein bisschen Licht und können uns hier ein bisschen umgucken. Komme ich denn hier irgendwie rein? Vielleicht Kapazitäten zu senken? Tür verschlossen. Das ist doch blöd. Okay, ich probiere es mal nochmal, aber... Alter. Nee, das geht nicht. So schnell kann ich gar nicht gucken. Aber wie soll ich denn hier bitte die Sicherheitskapazitäten senken? Sollen wir denn vielleicht noch das andere Ding mal? Klettern wir hier jetzt nochmal durch. Benutzen. Aha. Ach ja, das war das. Achso, das muss so wie unten sein, ne? Okay. Wofür war das jetzt gut? Wofür war das jetzt genau gut? Kann mir das jetzt mal einer erklären, wofür ich das jetzt gemacht habe? Okay, hier ist auch so ein lustiger Hampel, aber hier ist kein Terminal, also kann ich hier auch nicht allzu viel machen. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was ich hier hinten sollte. Geringe Energie. Okay, den einen habe ich ausgemacht, den da nicht. Aber was sagt mir das denn jetzt? Ah, das geht mir manchmal auf den Keks, dass man hier nicht so genau wissen... Dass man nicht, einfach nicht weiß, was man hier machen soll. Hier runterspringen will ich jetzt auch unbedingt nicht. Okay, kann ich hier denn noch irgendwas ausschalten? Geringe Energie. Geringe Energie. Sie können alle ID-Androiden immer erkennen. Oh oh. Rainer, Ripley, Rainer. Oh Gott, die ziehen mich hier gleich raus. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich weiß es doch nicht. Hier kann man doch nicht viel machen. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir speichern jetzt mal schnell ab. Und dann... da war ja ein Zähler. Das heißt, wenn ich dreimal vielleicht verkacke, vielleicht passiert dann irgendwas Lustiges. Also machen wir das mal. Das. Was habe ich denn jetzt gemacht, dass das geklappt hat? Ziehen Sie Apollo zu Rate. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Was soll ich machen? Oh.
Aha, da kann man rein. Ach hier, das ist nicht Apollo, das ist die Mutter. Davon habe ich schon mal gesprochen. Das ist wie im Film. Sind wir mal ruhig. Untersuchen Sie den zentralen Reaktor. Was hat das... Hä? Muss man das verstehen? Wo soll ich den untersuchen? Ich bin doch schon da. Verlassen Sie Apollo von unterhalb des Kerns. Okay. Wie denn genau? Okay, vielleicht sollte ich einfach nur lernen, ein bisschen geduldig. Wir bauen bessere Welten. Ja, genau. Vielleicht sollte ich einfach nur lernen, ein bisschen geduldiger zu sein, bevor ich wieder rummotze. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich muss geduldiger sein. Ich hab's verstanden. Noch einen lustigen Terminal, da greifen wir doch einfach mal drauf zu. Privat, Apollo, primäres Interaktionslog. Klasse, menschliche Interaktion, Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten, ausgehende Nachricht an Vertreter von Wayland Yutani erhalten und überwacht. Kolonial-Marshall-Schadensbericht, Notfall, ne. Kaufvertrag erhalten, Operationsregelwerk, ne. Oh mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Neue Einwohner. Gefahreneindämmungsanlage ermöglicht Gefahr für Organismus in Gefahrenlabor von Projekt KG348. Gefahreneindämmung auf Omega erhöht. Okay. Kein Aufsehen erregen. Speeding Ransom hier. Nach dem Wayland-Yutani-Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Aufkauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich anders überlegen. Okay. Sonst ist hier nichts. Also gut, die wollten die Kreatur ja wohl haben. Zu Forschungszwecken und haben die dann wohl hier quasi als Errungenschaft freigeschalten Beratung. Ja, und haben die dann hier wohl im Prinzip als, ja, in einem großen Käfig gehortet. Ich meine, die Leute auf der Station, ne, das kann man ja mal so ein bisschen als Ratten für die Schlange betrachten. Sehr nett. Sehr nett. Und wofür? Wegen Profit. Alles immer nur wegen Geld. Haben Sie wieder Funkverbindung, Ricardo? Ich bin hier, Rip. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Wayland-Yutani-Protokollen. Wie bitte? Season hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Okay. Naja, was seid ihr auch wert, wenn ihr keinen großen Nutzen habt? Außerdem habt ihr das Vieh weggeschossen. Das fanden die bestimmt nicht so lustig.
hätte gerne meine Waffen zurück. Ich hätte gerne meine Waffen zurück. Kommen die jetzt? Kommen die jetzt? Mach das mal. Ah ne, das. Ich E drücken muss ich. So, und nochmal. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Hört mal meine Tastatur mal so schön. So. Mach mal an das Ding. Also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Ups. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Hm. Jetzt habe ich das aus Versehen unterbrochen. Sorry. Aber es läuft ja weiter. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Redest du mit mir? Ich gehe mal lieber durch den Schacht. Da vorne sind Kameras und Kram. Wo soll ich denn überhaupt hin? Was? Wie soll ich denn da hinkommen? Laufe ich hier überhaupt richtig? Also irgendwie in die Richtung. Scheiße. Hui. Da hinten? Oh, Clay, ich glaube, er hat mich gesehen. Von der Musik aus zu urteilen, würde ich sagen, er hat mich gesehen. Mal schnell in den Schacht rein. Kommst mir nicht hinterher, oder? Das wäre es jetzt noch, wenn die hier langkrabbeln. Ach, jetzt bin ich hier. Wo soll ich denn hin? Ich schnalze mal nicht. Keks, ich weiß gar nicht, was das hier bedeutet. Okay, da so hin. Die sind da hinten, oder was? Aber wo genau? Leuchtfackel brauche ich nicht. Was ist das denn? Schneidbrenner verbessert. Aha. Was kann der jetzt Tolles? Was kann der denn jetzt Tolles? Kann der jetzt besser Sachen aufmachen, wenn da irgendwo steht, Gerät unzureichend? Oh. Sodass etwas verkehrt. Was machen Sie hier? Aufs Maul! Hui. Okay, den hätten wir schon mal erledigt. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. Nein. Sieht nicht so aus. Da hinten ist die Kamera. Ich gehe nochmal hier rein. Ich will nämlich hier nochmal gucken. Schrott. Und die Karte aktualisieren. Das hat nämlich nicht geklappt. Bindemittel, subkutane Impfpistole. Alles mitnehmen, was nicht nie... Munition für Bolzenschießer. Den habe ich aber nicht. Habe ich den irgendwo großartig verpasst? Das fände ich sehr, sehr ungünstig. Wirklich sehr, sehr, sehr ungünstig. Oh. Mist. Mist. Wenn man schnell genug durchläuft, dann raffen die das auch nicht. Das ist doch praktisch. Ionenschneider benutzen. Aha, aha, aha. Jetzt haben wir also einen Ionenschneider. Ist ja schick.
So, das hätten wir. So ein kleines Ding und so eine schwere Metallplatte. Das ist schon sehr unglaublich. Gibt es denn noch irgendwas Lustiges? Nein. Dann klettern wir jetzt mal da durch. Und gucken mal, wo uns der neue Schacht hinführt. Ich muss allerdings sagen, ohne Alien finde ich es doch schon ein bisschen langweilig jetzt. Also ein bisschen, nicht viel. Alle Lokalaktivitäten zum Es ist natürlich schwer, also es ist schon schwer, an denen vorbeizukommen. Ich meine, es hat einen Grund, warum die jetzt auch am Ende hier so rumlaufen. Wirklich einfach ist es jetzt nicht, aber... Okay, wo soll ich denn hin? Okay, ich muss wohl da lang. Da und da, dann wahrscheinlich geradeaus. Weil am Apollo-Kern war ich ja jetzt. Also muss ich hier irgendwie durch den Raum. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn der da steht? Vielleicht bleibt er ja einfach da stehen. Ja, Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Wo ist... Noch jemand da? Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Geh wieder weg. Geh wieder weg. Ich habe nur noch einen Elektroschocker. Den brauche ich für einen Notfall. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Okay. Ich schleiche mich mal hier lang in der Hoffnung, dass der mich nicht sehen kann. Dann muss ich da irgendwie da hinten rein. Das ist aber zu. Da komme ich doch gar nicht rein. Täter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Bündnis melden. Ich bin kein Handelsvertreter. Ich melde mich hier wo gar nicht. Oh oh. Was machen Sie hier? Mist. Mist. Sie strapazieren, mein Gott. Oh ja, ich muss den platt machen. Ich habe gar keine andere Wahl. Auf die Schnauze. Und ich hoffe, es ist kein anderer da. Oh, wie doof, ey. Ich muss hier nämlich erstmal wahrscheinlich das hier machen. Strom wiederherstellen. Wo ist das Stromding? Hier. Hä? Seht ihr, ich muss hier erst einen Haufen Dinge machen, die ich am Leben nicht machen kann, wenn der da rumrennt. Okay. Machen wir es so. Warum haben die ja eigentlich alles aus? Okay, das Ding läuft wieder. Dann kann ich das hier bestimmt auch anmachen. Dich jetzt? Auch noch nicht. Ist hier noch irgendwo einer? Das sind die ganzen lustigen Kabel. Hier hinten ist noch einer. Okay. Mach an. Jetzt machen wir das hier wieder an. Ach nee, so rum. Ich brauche ganz dringend Elektroschocker-Munition. Also ich kann jetzt natürlich auch mit Geräuschemachern arbeiten und so, aber das finde ich irgendwie nicht so doll. Okay, machen wir das wieder an. Was war das, eine Winde? Was zieht die denn? Oder was für eine Winde meint die? Doch die da, ne? Wir ziehen jetzt das lustige Ding da hoch, aber wofür? Aha! Ich gehe mal stark davon aus, da soll ich rein. Fein. Dann machen wir das. Bedrohliche Musik. Also ich hätte in Wirklichkeit keinen Bock, hier durch die Schächte zu krabbeln, ne? Das wäre mir viel zu unheimlich. Die Schächte krabbeln ist eh nicht so meins. Okay.
Das strahlt ganz schön ab. Hoch die Leiter. Okay. Kommen wir denn jetzt hier wenigstens irgendwie ein Stückchen vorwärts? Oh ey, ist das hier... Das hier sind immer voll die Mega-Wege. Das geht mir echt auf den Keks. Es nervt halt auch vor allen Dingen ein bisschen langsam. Okay. Da vorne waren Syntheten. Öffnen Sie das Gitter. Das ist mein Ziel. So, aber auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig wurde und mir das leid tut, müssen wir das in der nächsten Folge machen. Ich verabschiede mich dann hier mal von euch und sage, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.